Herzlich willkommen, liebe Modellbahner, Modellbahnerin, Modellbauer. Die dritte Folge des Themas Dioramenbau endet auch mit der heutigen Folge. Wir bauen den entsprechenden Wald hier im hinteren Bereich an und haben verschiedene Produkte hier zur Verfügung, unter anderem von der Firma Heki die Kiefern. Ich zeige Ihnen gerade mal. Muss mal schauen, dass es sichtbar ist. Ja, das ist die 1953 von der Firma Heki. Um die noch ein bisschen aufzupimpen, wie man heute sagt, oder aufzupeppen, haben wir von Palm Pastel hier zwei Farbtöne, die wir nehmen, um so ein bisschen den Rohling den Glanz zu nehmen. Zusätzlich von der Firma Woodland Senex haben wir einen Stacheldrahtzaun. Zeige ich hier mal da in die Kamera. Ja, so ein bisschen zu sehen. Den können wir, oder was heißt, den können wir, den werden wir hier flankierend ansetzen. Dann haben wir noch dieses Gebiet hier frei. In dieses Gebiet wird vom Lars Optenhof dieser Wildwuchs mit Unkraut Sommer. Ich zeige es auch noch mal direkt in die Kamera. Wird gesetzt. Dieser Wildwuchs ist keine Grasmatte, wie man sieht. Er ist auf Folie aufgesetzt und bedarf wieder einem Erduntergrund. Dafür, wie auch in den ersten Folgen, nehmen wir von AK Interactive die Paste und starten zugleich und nehmen jetzt uns dieses Gebiet vor. Wieder ordentlich tupfen, ruhig dick. Nicht zu wenig nehmen bitte, weil sonst ist die Haftbarkeit zu schlecht. Oder während des Auftragens trocknet die dünne Schicht, wenn man eine dünne Schicht macht, sehr schnell aus. So, etwas brauchen wir noch. Auch hier noch ein bisschen was an den Rand. Und noch etwas. So, das soll reichen. Darf auch wieder aus dem Bild raus. Pinzette ist hilfreich, muss nicht unbedingt sein, aber ich zeige es Ihnen hier nochmal. Man kann es einfach runterschieben, greift sich es und pflanzt es, drückt es vorsichtig an. Mehr muss nicht sein, weil wir haben genügend Paste aufgetragen. An. Ich nehme mal jetzt hier mal ein bisschen mehr runter. Ich will sie auch nicht langweilen damit, weil das dann etwas länger dauern könnte. So, also wir haben jetzt hier mal ein größeres Stück. Jawohl. Kommt an den Rand. Auch dieses Stück eignet sich gut für den Rand. Muss nur leicht angedrückt werden. Das ist mit dieser Paste wirklich sehr hervorragend, dass man keinen zusätzlichen Kleber benötigt. Auch hier ist es im Prinzip wie so ein kleines Puzzlespiel. Man kann auch bewusst Erdflecken natürlich lassen oder bewusst noch ein bisschen hinzufügen. Zack. So. Da vorne ist noch eine kahle Stelle, das können Sie wahrscheinlich nicht sehen, genau hier, da pflanzen wir auch noch was. So, gut. So soll es erstmal bleiben. Hier vorne haben wir noch eine Stelle. Ich drehe es mal gerade um oder zeige es ein bisschen höher. Diese Ecke, die wird jetzt auch noch eben beklebt. Hier können wir den Erdboden nehmen oder nehmen wieder den Kleber von Minitec, den Universalkleber. Hier flankieren wir bzw. verkleben die äußeren Ecken und setzen mittig einen großen Punkt. Wichtig sind, wie gesagt, die äußeren Ecken, damit nichts nachher
vom Untergrund hochkommt, weil es ja eine Matte ist. So, das war das. Leicht zurechtgerissen, geschnitten etc. habe ich dieses Stück schon. Ich halte es mal rüber. Mal ein bisschen winkeln. Es hat erstmal eine Standardbodenstruktur von Grasfasern in verschiedenen Höhen plus einzelnen Sträuchern. Na, man könnte es Brennnesseln nennen oder ach, das überlasse ich Ihnen. So, andrücken, Pinzette her. Ah, da braucht es noch ein bisschen Kleber am Rand. Hervorragend. So, auch da nochmal mit der Pinzette etwas runterdrücken. So, aktuell sieht das noch wild- und fleckenteppichmäßig aus. Ändert sich gleich. Von Martin Wellberg haben wir diese wunderbaren Sträucher. Ich hole sie mal aus der Verpackung raus, das spiegelt sich sehr. Die Sträucher haben eine Höhe von, ich muss mich überlegen, ich glaube bis 5 Zentimeter. Man kann sie aber jederzeit kürzen. Weitere Details in der Grafik. Man kann sie einfach hier runternehmen und hat so einen Busch dann. Davon, wie gesagt, 10 Stück immer in der Verpackung drin. Verschiedene Farben. Sehr feines Laub. Viele denken jetzt, das ist, war nur noch sehr groß. Ja, ja, natürlich. Es sind, ich sag mal, Sträucher, es sind keine Büsche, Sträucher, junge Bäume sozusagen. Man kann aber einfach, indem man mit der Pinzette sich eine gewünschte Höhe aussucht, kneift, vielleicht einmal umdreht und auch so, und sagt, okay, die Höhe ist passabel, ich gehe noch ein bisschen höher. So, dann schneidet man sich die untere Ecke ab. Zwei Möglichkeiten. Entweder man steckt es so in einen sehr guten Kleber wie diesen von Minitec rein oder man lässt unten etwas Platz. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Man lässt unten etwas Platz und gibt einfach einen Tropfen Sekundenkleber drauf, wartet kurz und verpflanzt ihn dann. Ja. Achten Sie bitte darauf, Sekundenkleber auf Styrodur, auf Hartschaum, keine gute Idee, sollte man nicht machen. Daher, wenn Sie das nutzen, wirklich warten, bis der Sekundenkleber durchgehärtet ist und trocken ist. Dann können Sie es auch auf Hartschaum pflanzen. Ja? Wir setzen es einfach jetzt mal hier am Rand rein. Ich zeige es Ihnen gleich und drehe es auch gleich nochmal, nachdem ich noch 2-3 mehr davon bearbeitet habe. Wenn man es vorsichtig hier oben anfasst, ist das gar kein Problem. Also man verknautscht die nicht. Man sollte jetzt aber nicht zu fest zugreifen, aber so geht es auch. So, und dann setzt man die, in diesem Fall setze ich mal 2 sehr dicht aneinander. Wie das Ganze aussieht, versuche ich jetzt gerade mal eben so rüber zu halten. Man sieht noch viel von den weißen Klebern, aber da hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist nachher, hier haben wir den Busch, beziehungsweise den Sträucher, sieht man nachher nicht mehr. So. Diese Sträucher gibt es in verschiedenen Farben und verschiedenen Ausführungen. Es gibt auch kürzere. Ich finde die langen einfach sehr, sehr wichtig und in diesem Fall sehr nützlich, da man einfach dahergehen kann und sie einfach runterkürzt auf die entsprechende Größe, die man braucht. Ja, kleiner, größer werden lassen, ist schwierig. Also auch Empfehlung, ruhig die größeren nehmen, auch wenn sie augenscheinlich für manche Zwecke vielleicht zu groß sind. Kürzen können Sie sie immer noch. Sie können auch einzelne Äste dieser Sträucher verwenden.
Habe ich auch schon des Öfteren gemacht, um zum Beispiel auf einem Feld, auf einer Wiese Brennnesseln oder am Zaun Brennnesseln nachzubilden. Dann nimmt man sich einfach entsprechend, ja, ob es jetzt diese Farbe jetzt nicht gerade, aber man kann sich einfach verschiedene kleinste Zweige hier, na, sie sind die verklebt, ja, nehme ich mir mal einen anderen. So, cutte ich mal gerade ab. Das ist ein bisschen zu viel. Also man kann sich diese kleinen, ich versuche es mal still und ruhig zu halten, vom diese kann man dann wunderbar auch einzeln pflanzen. Und das, wie man es gerade braucht, wie man es gerade möchte. Rest, beziehungsweise da, wo wir es abgeschnitten haben, den verwenden wir natürlich auch noch. Den machen wir jetzt mal noch etwas kürzer. Und setzen ihn hier einfach hin. So. Wenn es viele Farben gibt, kann man sich auch ein bisschen austoben. Hier haben wir eine gelbe Variante. Ja, es sind immer, wie gesagt, 10. Den schneiden wir mal besonders kurz. Na, machen wir auch wieder mit der Pinzette. Wir zwirbeln es mal ein bisschen zusammen. Übrigens, dieses feine Laub, was hier abfällt, können Sie prima nutzen. Nicht gleich im Mülleimer. Damit das alles nicht zu einseitig ist und sich auf diese Ecke konzentriert, können wir auch noch eine Kleinigkeit hier mit rein fixieren. Hier noch ein bisschen Kleber dran. Und setzen jetzt einfach da dazwischen. Die Ecke hier vorne, da haben wir was Besonderes vor. Zuerst erstmal aufräumen, ein wenig. Da kommt nochmal so der vorher genutzte, wie heißt der jetzt noch? Ich muss gerade einmal schauen. Wildwuchs mit Unkraut, jawohl. Kommt da nochmal zum Einsatz. Auch hier ein Tropfen Kleber an den entsprechenden Stellen, wo wir etwas aufbringen wollen. Wir wollen nicht die ganze Kante machen, aber so in etwa doch, also schon ein bisschen was verdecken. Hey. Ja, hin und wieder sollte man sich die Hände reinigen. Da fehlt noch ein bisschen was. Gut. Ich drehe es Ihnen gleich wieder um. So, mal gucken, wie die Kamera das aufnimmt. Jetzt lassen wir es auch mal so für Sie stehen. Bevor ich es vergesse,
Natürlich haben wir auch, es war schon immer in den Folgen mal eingeblendet, die entsprechenden Figuren für diese Szenerie. Es gibt da noch eine kleine Restmenge, die Sie im Shop erwerben können. Also diese Packung besteht aus verschiedenen Archäologen in verschiedenen Stellungen mit Messgeräten etc., knien, stehend und so weiter. Aber was kommt jetzt? Sie sehen, wir gehen an die Kiefern. So, und zwar ist es hier, die Verpackung enthält verschieden große Kiefern. Wie Sie so sehen können, ja, es sind Spritzlinge, die neigen leider oftmals auch zum Glänzen. Da kommen jetzt hier unsere Farben ins Spiel. Und zwar sind die von Palm Pastel, das sind trockene Pulverfarben, wie Pigmente. Ja. Diesen Braunton nehmen wir zur Grundierung im Prinzip des Stammes. Ich habe hier einige schon fertig gemacht, weil ansonsten wird es zu langweilig für Sie. Es geht auch ganz fix eigentlich. Sie nehmen mit diesem Hilfsgerät, ebenfalls von Palm Pastel, hier habe ich einen noch verpackt, der hat entsprechende Ersatzköpfe. Na, das spiegelt ein bisschen. So. Der hat entsprechende Ersatzköpfe dabei. Und man nimmt diese Farbe, tupft die einfach hier ein bisschen auf, nimmt die auf und geht einfach über den Stamm. Und man sieht sofort, wie der Glanz schon deutlich weniger wird. Natürlich kann man das auch mit Nassfarben machen, aber ganz ehrlich, es dauert deutlich länger. Also es ist sehr einfach, mit diesen Pastellfarben zu arbeiten. Ich hoffe, Sie sehen das deutlichst. Ich mache das gleich bei dem nächsten auch nochmal. Diese Pastellfarben sind auch relativ einfach und vielseitig einzusetzen. Und zwar, man kann wunderbar auch, ich sag mal, von Häusern die Dächer den ersten und Glanz nehmen. Und das relativ einfach und schnell. Das macht man natürlich dann nicht mit diesen kleinen Pinseln, sondern dafür gibt es dann die sogenannten Keilschwämme. Da spiegelt sich natürlich wieder ein bisschen. Da sind 3 Stück enthalten. Sie sind auch auswaschbar. Und darüber und mit diesen Keilschwämmen nehmen Sie die Farbe auf und können die Dächer Ihrer Häuser bearbeiten und so den Glanz nehmen. So, hier, diesen haben wir auch soweit fertig. Der Glanz ist auch weg. Jetzt gehen wir in die nächste Farbe, weil zum Beispiel eine Kiefer wird rötlicher oben. Da tupfen wir, nehmen wir noch ein bisschen auf. Wir brauchen gar nicht unbedingt, wir könnten jetzt auch diesen oberen Kopf einfach hier austauschen. Ist aber nicht nötig in diesem Fall, weil die Farbtöne sich nicht so sehr unterscheiden und vorher keine Restfarbe mehr drauf war. Und geben den so ein bisschen diesen typischen Farbton der oberen Holzschicht des Stammes. So, diese Kiefern sind jetzt bereits zum Pflanzen. Wir setzen einfach hier mal, wir können sie einfach so in diesen Hartschaum reindrücken. So. Es hat immer den Vorteil bei Hartschaum, ich gehe noch mal gern drauf ein, hat einfach den Vorteil, dass Sie die Bäume im Prinzip heute so platzieren können, morgen so. Gut, man muss die Löcher wieder füllen, aber Sie haben nicht das Problem, ganz einfach, die jedes Mal ein neues Loch zu bohren. Ja, das erspart sich damit. Und ganz ehrlich, das ist mein Geschmack, aber das müssen Sie entscheiden. Ich habe bei diesen Kiefern, ich lege das mal weg und lege es einfach mal rein, diesen Wurzelstamm einfach entfernt, weil es ist einfach nicht mein Geschmack. Aber wenn Sie, der Wurzelstamm ist natürlich original dran. Wenn Sie das mögen, können Sie es natürlich auch direkt mit dem Wurzelstamm aufkleben. Aber ich glaube, am Ende werden Sie sehen, ist es deutlich besser, wenn man es ohne diesen Wurzelstamm macht. Ja, aber wie gesagt, das ist meine Meinung. So. Bei den Kiefern brauche ich auch noch etwas von dieser rötlichen Schicht, also gehe ich einfach nochmal drüber. Es ist eigentlich schon fast so eine Art Rostton. Auch diese Artikel werden am Ende aufgelistet natürlich.
ist also schon die höhere Variante. Damit ich mich nicht ganz so abmühen muss, mache ich einfach mit der Pinzette mal ein Loch rein. Weil wir müssen ja durch die Grasmatte auch durch. So. Und da man ja ein bisschen vorgearbeitet hat, packen wir jetzt einfach noch ein paar mehr rein. Versuchen Sie es unbedingt, möglichst bitte nicht alles direkt in einer Reihe. Versuchen Sie es ein bisschen versetzt zu setzen. Das ergibt dann am Ende wirklich eine schönere Optik. Auch mal kleinere nach hinten, beziehungsweise jetzt für Sie nach vorne. Wie viele Kiefern Sie am Endeffekt da setzen, müssen Sie wissen. Also das ist jetzt eine Packung. Ja, man könnte eine zweite Packung, bietet sich fast da an. Kann man machen, je nachdem, was man noch darstellen möchte. Somit wäre es fast fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind am Ende der Folge 3 und am Ende dieses Themas Wald und Ausgrabungsstätte. Bedanke mich fürs Zuschauen erneut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.